Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Wir sind dabei, zur besten Kriegerin aller Zeiten zu werden. Und benutzen einen alten, höchst gefährlichen Kriegerpfad, um die anderen einzuholen. Wir müssen halt vor den anderen im Ziel ankommen und ja, dazu gehen wir dieses Risiko ein. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin. Die gesiegt hat. Huf. Warum habe ich das Gefühl, dass wir später mit Bast zusammen sind? Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Nicht, wenn ich weiter so beschissen ziele. Das stimmt. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Au. Vernichtet die Schänder! Uff, keine Munition. Nein. Vernichtet die Eindringlinge! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Nein. Ah, wie ducke ich mich nochmal? So. Headshot, nice. Vernichtet die Schänder! Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Schnell, lauft rüber zum Seil. Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Gebt nicht auf! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Pass auf, da sind noch mehr. Es sind zu viele. So, alles nehmen. Ey, irgendwie konnte ich auch so. Wir schaffen das nicht.
Irgendwie konnte ich zoomen. Fertigkeiten. Drücke lautlos zu erledigen. Zielen. Krieger. R3. Ah, R3, um die Zeit zu verlangsamen. Sperrangriffe. Vernichte die Eindringlinge! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Jetzt, runter, solange es noch geht! Oh, das ist unfair. Oh, von wo werde ich denn beschossen? Die, bitch. Nein. Das macht Spaß. Nein!
Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Aloy! Überlebe! Dass sie dort ist, ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Menü derzeit nicht verfügbar. Okay. Kann ich das nicht als Waffe auswählen? Schade. Ich mag es nicht, unbewaffnet durch die Wildnis zu laufen. Ich bin wieder in so einer Basis, wie es aussieht. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Von dort komme ich. Gesicherte Eindämmungsluke. Bunkertür. Bunkertür. Die ist aktiv. Kann ich hier irgendwas mitgehen lassen? Nein. Kann ich auch nichts analysieren. Alles klar. Hier ist nichts.
empfange eine Art Signal. Die Tür dort vorne ist aus. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Da, mit meinen anderen Sachen. Was wo? Ah, hier. Sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Wahrscheinlich ist meine Mutter eine Göttin oder sowas. Meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja,
meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Bruder? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau dich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte auch... Gut. Und mit ein wenig Verzug beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.